Danke, danke, Frau Hofer, für diese Worte. Danke, danke. Ich möchte ganz kurz auf Ihre Worte eingehen, da Sie mich ja direkt angesprochen haben. Als Politiker hat man es ja oft nicht leicht. Aber ich danke Ihnen, dass Sie uns den Sinn für dieses Thema geschärft haben. Denn es ist ein wichtiges Thema. Ein Thema, das nicht zu kurz kommen darf. Aber ich möchte Ihnen versichern, dass wir absolut nicht vorhaben, etwas zu kürzen. Aber es geht schon darum, Synergien zu erzeugen und Dinge zu verschlanken. Es ist wichtig, dass man mit beiden Beinen am Boden steht. Hallo? Ja, wer mit beiden Beinen am Boden steht, kommt nicht voran. Wir dürfen nicht vom Weg abkommen. Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke. Wir müssen nach allen Seiten offen sein. Ja, wer nach allen Seiten offen ist, ist normalerweise nicht ganz dicht. Entschuldigen Sie einmal. Ja. Wer sind Sie denn eigentlich und warum stören Sie mich? Ja, das ist ja klar, dass ich Sie störe, weil Politiker wie Sie sich immer von jungen Menschen gestört fühlen, die nicht alles hinnehmen, was Sie ihnen servieren. Ich bin sehr froh, dass Sie dieses Thema ansprechen, denn junge Menschen sind sehr wichtig in unserer Gesellschaft. Ohne die jungen Menschen von morgen gäbe es die alten Menschen von morgen nicht. Ja, Entschuldigung, hören Sie sich eigentlich manchmal selber zu, wenn Sie reden? Ich danke Ihnen für diese Frage. Denn das Hören, wie Sie an meinen Ohrwascheln sehen können, ist ein sehr wichtiges Thema. Denn wer den Durchblick haben möchte, der muss verstehen können. Bitte, das sind doch alles nur leere Phrasen. Sie leben doch nach dem Motto, zuerst verschließen wir die Augen vor dem Wesentlichen und dann schauen wir weiter. Ich danke Ihnen für diese Anregung. In der Tat ist es sehr wichtig, gute Augen zu haben. Denn jeder Mensch hat Augen. Manche haben sogar zwei davon. Und mit den Augen kann man sehen. Das ist doch alles nur heiße Luft, das Sie davon sich geben. Ich danke Ihnen für dieses Thema. Die Luft ist sehr wichtig. Wir alle atmen diese Luft. Entschuldigung, was ist mit Ihnen? Geht es Ihnen noch gut? Ich danke Ihnen für diese Frage. In der Tat ist die Gesundheit ein sehr wichtiges Thema, das uns alle angeht und mich besonders in unserer Regierung beschäftigt. Ja, könnten Sie jetzt kurz mal Ihren schönen Sprech, ich bin super gecoacht, Sermon ablegen und mit uns hier über das Wesentliche sprechen? Ich bin Politiker, in der Politik hat das Wesentliche nichts zu suchen. Und darf ich einmal fragen, wer Sie eigentlich sind? Ich bin Jugendvertrauensrätin in einem mittelgroßen Betrieb, also genau. Ich bin die, die Sie abschaffen wollen. Aber da muss ich kurz einhaken. Niemand hat hier vor, etwas abzuschaffen. Wir transformieren bestehende Formen in etwas Neues. Ja, wenn ich aufs Klo gehe, dann transformiere ich auch bestehende Formen in etwas Neues. Trotzdem kommt am Ende nur Scheiße dabei raus. Ihnen für dieses Thema, denn die Verdauung geht uns alle etwas an. Denn wenn es läuft, dann läuft es. Und uns geht es um die Menschen. Hier fällt niemand durch. Lügen haben kurze Beine. Also Entschuldigung, mit diesen Vorwürfen greife ich mir wirklich an den Kopf. Passen Sie auf, dass Sie nicht ins Leere greifen. Also ich meine, was soll denn das? Erlauben Sie, die Mehrzahl der Österreicher hat ihre Stimme für uns abgegeben. Ja, und wer seine Stimme abgegeben hat, der hat jetzt nichts mehr zu sagen. Aber das Beste will ich doch nur für die Menschen. Nein, 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 Sie wollen das Beste für sich. Und was wollen Sie jetzt machen? Ich mache jetzt das, was man mit allen von Ihrer Sorte machen sollte. Was haben Sie denn jetzt vor? Ich lasse Dampf ab. Sie werden schon noch sehen, was alles möglich ist. Ja, der ehrliche junge Arbeiter muss entlastet werden. Die Jugend ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Wir müssen neue Wege gehen.
Na, jetzt ist die Luft irgendwie draußen, oder? Sind Sie jetzt endlich bereit, die Wahrheit zu sagen? Aber das habe ich ja noch nie gemacht. Dann wird es jetzt Zeit, damit anzufangen. Und was soll ich jetzt machen? Das, was Sie schon längst hätten tun sollen. Abtreten. Wir schauen darauf, dass wir nicht zu kurz kommen. Wir lassen uns unsere Stimme nicht nehmen.